sind wir wieder. Na los, Christoph. Du hast ja einen Freund, der auf dich wartet, der mit dir spielen möchte. Es ist nach links gelaufen. Oh. Scheiße. Ups. Ein Höllenportal. Ich werde dich jetzt immer damit ärgern, dass ich anfange einfach zu wissen, was ja. Ich noch weiß. Ich weiß, es ist immer, wenn ich den falschen Knopf drücke. Mhm. Bei anderen Spielen ist das der Laufen-Knopf. Mhm. Hier nicht. Hier nicht. Es ist in die Richtung gelaufen. Ich will nicht in die Richtung laufen, in die das Ding gelaufen ist. Doch, doch. Das würde dich höchstens ein bisschen beißen. Oh, der Klang hat aufgehört. Z. Hm. Z wie Zebra. Oder Zecke. Oder Ziegenmilch. Ja. Schönes Kompositum, ne? Ziege? Naja, gut, Ziegen, ne? Mit diesem N. Ich schon. Ah, oh Gott. Fuck. Das macht Geräusche. Scheiße. Alter, geh weg, geh weg. Warum geh weg, ist das? Weg. Oh fuck. Was ist denn das? Es ist wirklich ein Schweinemensch. Das kommt doch jetzt. Nein, es geht hier. Ich glaube, es geht hier an mir vorbei. Ich hoffe, es geht bestimmt an mir vorbei. Es kommt bestimmt. Nein, nein, es geht bestimmt an mir vorbei. Es geht bestimmt an mir vorbei. Kommt auf dich zu. Nein, es geht hier. Beweg dich nicht. Nein! Nein, es kommt in meine Richtung. Ich will. Nein, es sieht dich nicht. Ew, es hat nur drei. Lauf weg. Lauf weg. Okay, im ersten Teil war es noch so. Fuck, fuck. Dass, Beweg dich, fuck, beweg dich. Fuck, 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 fuck. Wenn man zu lange auf Monster starrt, dass man dann verrückt wird. Das ist offenbar in dem Teil nicht mehr so. Oh. Und nun zum Schüre. Der Nebel lichtet sich nicht. Das Schiff ist beklammert, bekalmt. Ja. Kennt das Wort nicht. Ich auch nicht. Alle liegen im Halbdunkel und warten darauf, in der trockenen Luft zu ertrinken. Es ist der Briefbeschwerer, der sie beschwert. Die Briefe. Hä? Mhm. Alter, das war schon ein bisschen. Haben wir das wie ich irgendwie folgt? Das wird bestimmt nicht das letzte gewesen sein. Nee, aber das war auf jeden Fall das erste. Glaubst du, das kann uns töten? Können wir speichern? Ach nee. Ja, kann. Speichern und beenden geht halt nur. Ah, in der Tat. Was wäre denn, wenn wir gestorben wären? Oh. Hier sind wir wieder. Bei unserer Lieblingspumpe. Hä? Hä? Verstehe ich auch gerade nicht. Na, hä? Müssen wir nicht raus? Hä, wir sind jetzt ein bisschen anders, oder? Ja, wir sind woanders. Sicher? Mhm. Aber ich bin ein bisschen sehr laut, glaube ich. Was war? Was stand da? Oh! Warum? Nein, was ist denn hier los? Die. Hier sind wir doch gerade dran vorbeigelaufen und haben. Mm-mm. Da war nichts. Ich bin aus dieser Halle gekommen. Ach so, so meinst du, ja. Oh, die Musik ist schön. Water in his shoes. Always the water and the sparks and the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Die Mandus Processing Company. Meine Seele schaudert ob des Gesehenen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun, dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus seiner widerwärtigen Wiege nehmen. Okay. Was war das jetzt für ein ekelhaftes Viech, was wir dort gesehen hatten? Keine Ahnung. Können wir nicht einfach mal eine Kettensäge oder so mitnehmen und dann ein bisschen aufräumen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht ganz im Stil des Spiels. Ah, Rotwein, oder?
These men, Professor, these so-called men of vision, they would shackle the masses to a wheel and turn it till their backs break. All for that opiate, the lure of profit. These fools who lackey them, these priests, these officials, this government, they make pigs of us all. But what solution, my dear man? How to break a cycle? You cannot simply remove the promise of a better world for these unfortunates. In the workhouses, in the orphanages, the belief in heaven is surely the only succor one can find. We do not need to wait. We can bring forth paradise now. We can speed the passion. With only a small sacrifice, we can hold the apocalypse. With just a small sacrifice, we can free our shackles and deliver them to paradise now. Hm. Hm. Ab ins Rotlichtviertel. Hm. Hier sieht's sympathisch aus. Ja, schon wieder Maschinen. Ja. Ich hab das Gefühl, das Spiel hakt gelegentlich ein bisschen. Da ist schon wieder so ein Viech, scheiße. Ist es danach? Ist es weggelaufen, oder? Ich hab keine Ahnung, geh einfach mal hin. Ja, hier kommst du nicht durch, oder? Mach mal die Lampe an. Aber dann sieht es mich. Ja, und? Hier ist es auch nicht sehr dunkel, also... Ja, es macht doch keinen Unterschied eigentlich, ob du die anhast gerade oder nicht. Dann muss ich sie ja auch nicht anmachen. Doch. Womit wir diese Diskussion beenden können. Nein. Ist es oben oder unten? Ich gehe mal dahin, wo es blinkt. Das sieht sehr vertrauenserweckend aus. Hm. Oh, man kann echt nicht weit sehen hier. Hm. Crouch. Ich habe das Gefühl, hier ist noch ein Viech. Ich auch, ich habe nämlich gerade irgendwas gehört. Kannst du da nicht reingehen? Ja, ich gehe in den Ascheofen. Das ist eine gute Idee, Tore. Oh! Kannst du den tatsächlich anmachen? Ja. Fuck. Vielleicht muss ich irgendwas betreiben damit. Ich geh erstmal oben gucken, ob. Oh Gott, diese Schatten! Der läuft schon. Piston Control Room. Okay, Feier ab. Okay, nein. Klemmt, klemmt auch. Und der auch. Sehr gut. So stellt man sich das vor. Aha, ist das Ofen 6, 2 und 4? Okay, 1 und 5 laufen, 3 und... Aha. Aha. Ist noch keine Kohle drin. Da, Kohle. So, 3 läuft. Oh, ich will gar nicht wissen, was ich für eine Maschinerie eigentlich gerade antreibe. Mach mal zu. Tür zu uns. Oh Gott, die hat nicht mal ein Glas, wir können nicht mal sehen. 4 ist der schon läuft. An. 6. 6. Lag da was? Hier ist 6. Vorsicht, falls da irgendwas wieder herumstreunert. Unwahrscheinlich. Hakt das Spiel? Es ruckelt gerade ein bisschen. Ja, es hakt. Oh, ich hoffe, dass... 5 läuft. Nicht so schlimm auf der Aufnahme. Ich wollte nur mal ganz kurz nebenbei anmerken, da liegt auch sonst eine Schaufel, die er benutzen könnte, aber... Zu faul. Ja. Hände dreckig machen. Oh Gott, nicht so laut. Reicht eins? Nee, ich muss 2 reintun. Ja. Wo ist denn das zweite? Vielleicht von drüben? Kann sein, ja. Nein. Lillys Arme sind aus Stahl. Lillys Arme sind still. Die Kolben sind still. Das Werk ruht. Ich fürchte, ein Stich ins Hornissennest ist die einzige Möglichkeit, mir den Weg frei zu machen.
Das Ausmaß dieser Motoren lässt auf eine weitaus größere Maschine schließen, als an der Oberfläche sichtbar ist. Mein Freund muss also recht haben. Ein Großteil dieses Werks ist unterirdisch. Dass ständige Überschwemmungsgefahr besteht, verwundert nicht, denn wir befinden uns nahe der Themse. Ja, wir sind in England, das heißt Sand Dentist. 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 Genau. Dentist. Ich muss doch irgendwo noch so ein... Kann ich mich da reinlegen? Nochmal was rein rausnehmen oder so? Ah. Ah, oh, diese Geräuschkulisse. Feuer und Stahl. Oh, die Geräusche. Feuer und Stahl. Die Feuer werden geschürt. Ich vermute, dass der Baumeister des Chemiewerks und dieses Ortes ein und derselbe ist und dass die Kolben von einem zentralisierten Steuersystem reguliert und betrieben werden. Dieses Steuersystem zu finden, sollte nicht schwer sein. Hoffentlich gibt der Saboteur nach, nachdem ich einfach die Feuer gelöscht habe. Vorsicht, vielleicht ist da... Lass das doch einfach. Das ist, glaube ich... Wollte mir markieren, dass ich hier war. Ja. Kannst du jetzt vielleicht zu diesen... Ja, genau. An diesen Hebeln was machen? Nächste Folge, würde ich vorschlagen. Ja, okay.